Wie zufrieden bist du denn mit der Leistung vom Team, aber speziell natürlich auch mit deiner Leistung heute wieder über 90 Minuten? Ja gut, ich glaube, man hat gesehen, dass wir versucht haben, Fußball zu spielen, dass wir uns einige Torschancen herausgespielt haben, dass das Ergebnis vielleicht in der Höhe ein bisschen zu niedrig ausfällt. Ich glaube, wir haben keine Torschancen vom Gegner zugelassen. Deshalb hätten wir auf das eine oder andere Tor noch mehr machen können. Aber so bin ich mit der Leistung unserer Mannschaft zufrieden. Klar, die Effektivität fehlte dann noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass es dann noch besser wird. Du hast als Neuzugang viel Spielminuten sammeln können in den Testspielen, im Trainingslager, aber auch davor schon gegen Unterhaching. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Vorbereitung? Ja gut, es gab, glaube ich, Höhen und Tiefen. Das Unterhaching-Spiel war jetzt meiner Meinung nach nicht so gut. Dann habe ich das Tor gegen Antwerpen geschossen. Auch so die Leistung fand ich noch ganz okay. Dann gab es die 2-1-Niederlage gegen Linz, genau. Da war es wieder ein bisschen tiefer. Jetzt fand ich meine Leistung eigentlich ganz in Ordnung. Gut, im Endeffekt muss der Trainer jetzt entscheiden. Wir werden das Spiel wahrscheinlich analysieren und dann wird man nochmal die Fehler aufdecken, damit wir jetzt am Mittwoch auch durchstarten können.